Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Kettle und Kopf. Ja, heute geht der Weizen in die Erde. Wir wollen die Aussaat vorantreiben. Das heißt, wir werden einmal die Gerätschaft ausklappen. Dazu müssen wir hier mal den Bruder aktivieren. Und zwar Tellergröße anpassen. Ich würde dann mal sehen, dass wir das mal ausklappen. Wir klappen mal aus. Ich weiß auch nicht, wie der Saatgut da hinten hinkommt. Aber so. Ausbringen. Wir werden mal die Hälfte nehmen, ne? Nachdüngen können wir immer noch 150 oder so, 200. Ja, 200. So. Dann die Tellergröße anpassen, also Tiefe oder Höhe. Kann man immer eine Zahl sehen. Die Hälfte ungefähr, ne? Oder ganz tief. Kann man keine Zahl sehen, ne? Leider nicht. Wir nehmen die Hälfte. Oder drei Viertel. So. Dann Düngersystem anschalten. Anschalten. So. Dann machen wir auf ...90 Grad. Und dann passen wir ein bisschen an. Das wird ungefähr parallel zum Feld kommen. 6 Meter. Automatik. Und wir müssen mal sehen, dass wir erstmal rechts rüberfahren. Das können wir so lassen. Achso. Mal schauen, wie wir zurechtkommen, ne? So, Lenkungs an, die Spur auch. Dazu fahren wir ein bisschen nach rechts rüber. Unsere Automatik ist gleich in die Spur. Jetzt müssen wir eine Lenkung nehmen. Tastatur schickt er mir gleich rüber, so. Bremse, Junge. Wir müssen ein bisschen was korrigieren. Die Flucht passt noch nicht ganz. So, dann müssen wir ein bisschen mehr immer raus. Muss ein bisschen mal gucken, ob wir das so hinkriegen, dass wir hier optimale Breite haben, ne? Das haut doch noch nicht ganz hin. Das ist die Arbeitsbreite. Ah, hier. Das wollte ich wissen. Ein bisschen ruhig ins Grüne rein. Das passt. Müsste eigentlich genügen. Dazu werden wir vielleicht von vorne beginnen, ne? Idealfall ist nicht mehr rüberfahren, aber ich sag mal, Anfang ist ganz gut, ein bisschen üben. So. Bremse. Runter.
und B. Bremse. Und sehen nicht, ob funktioniert. Ach so. Wow. X. Nur ein bisschen üben. Zu aufklappen. Wir werden eher nochmal nacharbeiten zum Schluss. Kennen wir ja ein bisschen schon, ne? Der ist drinne. Der arbeitet. Aber er grubbert nicht, ne? Ja, grubbert nicht, das ist nicht gut. Teller mit runter. Ich nehme mal volle Tiefe. Und das ist für Düngersystem. Den Tank leeren wollen wir nicht. Düngen habe ich. Saatgut ist. Ausschalten, anschalten. Gut, ist an. Jetzt müsste das funktionieren. T, Tempomat. Grubbert jetzt. Aber sichtbar ist so nichts, ne? Dünger und Saatgut geht raus, das ist gut. Und das mit einer Geschwindigkeit von knapp 10 km/h. Ja, das funktioniert. Wahrscheinlich, weil es schon Grubbert ist. Das kann sein, dass es dadurch entsprechend nicht zu sehen ist. Gut. Wir haben ganz rechts nichts. Gut, dann machen wir jetzt so. Denn ein bisschen Arbeit ist ja zu tun, ne? Bin ja gespannt wegen, wie das hier so funktioniert. Also wenn wir mal leicht bremsen. Aufheben, weil den Rest müssen wir nachher quer machen, ne? Zweimal, denke ich mal. Und jetzt geht's zurück. So, absenken und rein mit Tempomat und es geht los. Na gut. Müssen wir nächstes Mal später loslegen. Jetzt müssen wir so doppelt aussehen, ist ja auch Blödsinn, ne? Aber wie gesagt, ist wahrscheinlich schon gegruppert worden. Ich hab sie erstmal gekauft, ne? Also. Ja, 13:21, ne? Beste Arbeitszeit, sag mal so, ne? Ausgeschlafen. Naja, gut, kein Mittagsschlaf, ne? Aber Bauer kann nicht schlafen, ne? Geht nicht. Nur wenn die Ernte entsprechend durch ist. Aber das Saatgut wird ja auch per Luft drüber transportiert. Ne? Na gut. Da ja Saatgut rausgeht und Dünger, hoffen wir, das reicht. Ne? Und nur Nachkauf. Ich wollte erstmal vermeiden, dass wir jetzt zum Beispiel jetzt Mais beginnen, weil Mais, da braucht auch etliche, ja, Gerätschaften, ne?
Ja, hier geht die Spur doch weg vom Kuppel. Ich war Nachbarfeld, Junge. Das war so nicht vorgesehen. Das war nicht geplant. Ich bin dran gewöhnt. Wie gesagt, die müssen nachgewendet so arbeiten. Langsam fahren, langsam. So. V. Mit T. Gib Gas, Junge. Versuchen wir doch ein bisschen schneller zu fahren. Knappe, na, schätze mal 14 km/h. Vielleicht 12. Ja, unser eigenes Gerät, ne? Ja, schon schön zu sehen. Das funktioniert. Mal schauen, wie lange wir uns hier aufhalten können und alle Felder haben, ne? Ich weiß auch nicht genau, was für Hafenpunkte wir kriegen können. Und vor allem was verkaufen. Mal schauen. Es dauert noch ein bisschen. So. Bescherung, Weihnachten, ne? Bin ich alles täuscht. Ja. Ich glaub schon. Ich sag mal, wünsche mal alle eine schöne Bescherung heute Abend. Und morgen frohe Weihnachten. Natürlich auch heute schon frohe Weihnachten. Immer schön zu sehen, ne? Weihnachten ist mein schönes Etappenziel erreicht vom Jahr. Von der Arbeit her jedenfalls. Ungefähr die Hälfte vom Jahr. Nicht ganz, aber ungefähr. Und dann kommt nochmal ein schöner Ritt bis zum Sommer. Ich sehe ganz gut, der Dünger müsste reichen und sagt gut auch. Können wir noch ein Feld leisten. Bitte darum, dass wir uns möglichst viel verdienen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich Stroh Ballen pressen werde, das ist so, ich will nicht sagen Backe, aber so schlecht zu steuern, tendiere ich eher nicht dazu. Würde eher doch als Häckseln und dann für den Boden als Humusgewinnung nutzen, ne? Und der Saatgut ist wie gesagt auch, wenn wir schon vorherbestimmt, das kann ich jetzt nicht ändern, ne? Ich kann da zwar vielleicht mein Lager einbringen und von da entsprechend wieder einladen, die Menge Saatgut, die ich nur habe, dann entsprechend, ne? Ja, das GPS, ne? So. Und Vollgas. Ja, wenn wir jetzt mal Roggen einpflanzen, einsehen wollten, müssten wir extra Roggen kaufen. But nun. Ach, XP. Kam eine Meldung. Kleiner Sprössling, ja, ja. Und so kriegt man auch ein bisschen XP zusammen. Läppert sich ein bisschen. So wie bei der S-Fahrt. Ne? Der Romschopf erreicht sowieso. Weiß nicht, 50 Hektar oder so. Wir haben einen größeren Hektar. Also knapp 5. Und mit Absicht kein kleines Feld gekauft. Ach, wir haben Besuch. Ein Reh. So. Bremse. Bau. Anheben. Aber zahm hier, ne?
Wer mal draußen ein Reh sieht, man lässt sich anfassen. Vorsicht. Früher hieß immer, es könnte Tollwut haben. Weil Tollwut die Krankheit, das Verhalten der Tiere verändert. Die haben jetzt mal alles mehr oder weniger geimpft. Bei Füchse und so. Ich weiß aber nicht genau, was komplett ausgerollt wurde. Jetzt sehen wir bei Tieren, die jetzt zahm sind und sich anfassen lassen würden. Finger weg davon. Nicht zu empfehlen. Ja, heute ist Heiligabend, wenn noch da ist. Hoffe, Bescherung wird reichlich heute. Weil einer oder anderen kommt erst am ersten Feiertag, also morgen. Ich glaube, die war auch schon da. Denn ich packe, wenn ich was kaufe, packe ich aus und nutze es. Ne? Also allein schon wie eine Garantie. Klopf auf Holz. Keinen blauen Bildschirm kommen würde. Hatte ich am Wochenende zweimal gehabt, den blauen Bildschirm. Und automatischen Neustart. Warum, weshalb? Ich habe zwar gesehen, dass dann ein Fehlerbericht gesendet wurde, aber was genau, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da mal Meldung gab von XP, dass von Windows Update das Probleme bereitet. So, wieder hoch. Ist leider so. Hoffe, dass sich ja mal beruhigt, ne? Soll auch eine, kann auch ein Treiber liegen. Ne? Ja, also ist auch möglich. So, wieder senken und Tippomat. So, C an sich, in an sich. Ich habe ja hier, ne, Live-Kamera, ne? So macht Hannes das. Mehrere Kameras und zeigt seine Arbeit. Finde ich hochinteressant und erklärt ein bisschen, ne? Weil im Grunde, ich habe ja im Prinzip früher, das ist sehr lange her, ein bisschen bei der Tierproduktion war ich anwesend, aber so. Ich habe es ja nicht gelernt, aber wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Tiere futtern so und Getreide und Aussaat, da kenne ich mich eigentlich nicht aus. Ich weiß nur, dass die im Sommer ernten, ne? Und entsprechend flügen und so, ne? Also was ich weiß, Detailwissen auch im Internet, ne? Wurde da eigentlich sehr wissbegierig bin und aufnahmefähig bin und mir das so eine Sache noch merken kann. Ne? Andere Sachen kann ich mir gar nicht merken. Dann muss ich später aber einen großen Flug kaufen hier. Immer das Flügen, ne? Der Hannes, der fliegt gar nicht. Soweit ich das gesehen habe. Das habe ich kurz hoch runter gemacht. Naja, die Taste 2 gedrückt. Naja, gut, okay. Muss man wissen, ne? Ja, wir brauchen noch einen Anhänger, brauchen wir noch. Düngegerät brauchen wir auf jeden Fall noch. Das kann ich jetzt nicht machen, wenn wir hier geradeaus fahren. Unsere Automatik macht noch keine Automatwendung. Man kann auch hier theoretisch einen Angestellten einstellen, also ausleihen. Und dann macht dann die Arbeit halt fertig, ne? Aber wir wollen ja was tun, ne? Denn der Angestellte kostet ja auch Geld. Ja, 180 PS reichen auch. Kann sein, dass das eine noch nicht hundertprozentig funktioniert, das wirklich.
wie sieht man nicht aus, ne? Damit hier Dings klappt ganz gut und mit GPS hier und einstellungsmäßig ist auch ganz gut. Das sieht ja gut aus. So, liebe Schauer, das ist ein bisschen zu lang geworden bald. Jetzt einmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle und Kopf. Auch am ersten Feiertag bin ich da. Tschüss. Ciao. Ja, Daniel. Tschüss. Tschüss.